Sie schlafen. Alles schläft. Und ihre Gesichter sind fern und friedlich und werden erst morgen wieder benötigt. Vielleicht haben sie ihre Gesichter sogar sorgfältig auf der Kleidung abgelegt. Geh weg vom Fenster, Liebster! Komm in einer anderen Nacht! Du bist so seltsam! Es ist ein Wunder, dass du nicht öfter verprügelt wirst. Wenn man Menschen begegnet, die man viele Jahre nicht gesehen hat, sind ihre Gesichter verändert. Sie sind fremd, gealtert. Dunkel ist die Kindheit und sie winselt wie ein kleines Tier, das man in einem Keller eingesperrt und vergessen hat. Tore! Ich habe schon lange nicht mehr so viele Menschen gesehen. Die vielen Gesichter jagen mir Angst ein. Ich wage es nicht, mir neue aufzubürden. Und ich fürchte das Wiedersehen mit den Alten. Wenn man Menschen begegnet, die man viele Jahre nicht gesehen hat, sind ihre Gesichter verändert. Sie sind fremd, gealtert. Und dieses neue Gesicht ist zu klein oder zu groß und trägt die Spuren eines Lebens, das nicht das der neuen Besitzerin ist. Wenn ich meinen Kopf aufs Kissen lege, dann kommen die Wände auf mich zu. Immer näher und näher, bis keine Luft mehr in diesem kleinen Raum ist. Warum bin ich hierher gekommen? Ich bin auch nicht verrückt.